Mein Name ist Nathan Schramm, ich bin 21 Jahre alt und seit den letzten 4 Jahren mache ich eigentlich Extremtouren, die mich an meine Grenzen bringen. Dieses Jahr hat es mich zusammen mit einem Studienkollege von mir nach Norwegen, in die Hardanger Widder verschlagen, wo wir mit Skiern und Polka eigentlich eine Rundtour gemacht haben. Ich denke, dass es eine gute Entscheidung war, mit dem Zug hochzufahren, auch wenn wir 3 Tage hochgebraucht haben, weil es einfach auch eine Vorbereitung war für unsere Tour. Wir hatten die Möglichkeit, auch uns ein bisschen nochmal mental darauf einzustellen, weil wir kamen direkt vom Lernstress. Also wir hatten eine Woche davor hatten wir Prüfungen. Wir sind mit dem Nachtzug eigentlich nach Hamburg gefahren und von Hamburg dann nach Kopenhagen. Von Kopenhagen eigentlich direkt nach Oslo und von Oslo haben wir dann den Zug nach Finse genommen, wo unsere Tour starten sollte. Um 4 Uhr in der Früh wurden wir aus dem Zug geschmissen und haben dann erstmal noch in so einem Bahnhofshäuschen übernachtet, bis es warm genug war und haben so ein bisschen unsere Sachen geordnet, die Polkas gepackt und nochmal letzte Sachen geflickt. Das war ziemlich interessant, weil wir in eine ziemlich stürmische Zeit aufgebrochen sind. Also wir hatten viel schlechtes Wetter, aber an dem Tag, an dem wir losgegangen sind, war eigentlich ziemlich gutes Wetter. Und so konnten wir auch gleich den Hardanger Jökull mitnehmen. Das ist der örtliche Berg dort in der Nähe von 1800 Meter, total vergletschert. Und den haben wir gleich mitgenommen, was eine sehr schöne und spektakuläre Erfahrung war, weil wir gleich am Anfang der Tour konnten wir über das ganze Gelände schauen und sehen, boah, das wird eigentlich, die kommenden Tage wird es unsere Heimat sein. Also so ein typischer Tag lief eigentlich so ab, dass in der Früh um zwischen 7 und 8 Uhr haben wir einen Wecker gestellt und wir sind eigentlich ziemlich schnell raus aus den Federn gekommen, weil wir ziemlich früh mal ins Bett gehen mussten, weil es ziemlich lang noch dunkel ist um die Jahreszeit. Also wir waren im März dort. Ich liege im warmen Schlafsack. Es ist schön warm und draußen windet es wie jeden Tag. Oh, da müssen wir gleich raus. Ich freue mich voll auf mein Frühstück, weil ich nämlich riesen Fruchtstücke in meinem Müsli habe. Und ich freue mich noch nicht so richtig auf den Wind. Aber ich hoffe, dass wir einfach 100 Meter sehen, das wäre schon mal was wert. Und unsere erste Aufgabe war eigentlich erstmal Schnee schmelzen für unser Frühstück. Also wir haben in der Früh 200 Gramm Müsli gegessen mit Milchpulver und Schokopulver und ein bisschen Zucker drin, damit wir erstmal auf Energie, auf Kräften kommen. Danach haben wir uns Tee geschmolzen. Was alles eine sehr lange Prozedur ist, also für ungefähr 1,5 Liter Wasser haben wir ungefähr 1/2 Stunde gebraucht. Ja, danach ging es eigentlich auf, dann haben wir getrennt voneinander einfach unsere Sachen eingepackt. Dann haben wir unser Zelt gemeinsam abgebaut und sind eigentlich losmarschiert. Der Norden, der gleicht so ein bisschen die Voralpen und das ist schön, es ist abwechslungsreich. Du erklimmst einen Berg, 20 Höhenmeter oder 50 Höhenmeter und schaust dann wieder über eigentlich neue Gipfelfronten und Hügelfronten. Im Süden, also Richtung Haukeliseta runter, da ist es so, dass es eigentlich richtig eben ist und flach, weil viele Seen prägen die Landschaft dort
und die Seen sind zugefroren und die Routen führen auch oft über die Seen. Wenn schönes Wetter war, hat der Schnee auch richtig geglitzert. Also wir hatten im Kopf gesetzt, dass wir zwischen 8 und 10 Stunden marschieren wollen, laufen wollen. Und es geht auch ziemlich schnell, weil man eigentlich keine Pausen zwischendrin machen kann, weil wir einfach minus 10 bis minus 20 Grad Celsius hatten, wodurch eigentlich unsere Mittagspause auf 10 Minuten beschränkt war. Und während der Mittagspausen oder während den Pausen haben wir eigentlich Schokolade gegessen oder Müsliriegel. Das waren die Hauptkaloriennahrungen. Und dann haben wir auch noch Nüsse und Kekse und so Bonbons gegessen. Aber so richtig sowas wie Feschbar oder so das, oder Mittagessen groß gab es eigentlich nicht. Und es war eigentlich eine ziemlich interessante Erfahrung, auch mal so ohne große Pausen zu laufen, weil man einfach seine Zeit, seine Kräfte eigentlich kontinuierlich musste man sie ja eigentlich einteilen. Whiteout ist das Phänomen, dass es schneit und Sturm hat, sodass der Boden und die Decke und links und rechts eigentlich ja konturlos ist. Und das ist ziemlich mühsam, weil du eigentlich keine Entfernungen messen kannst. Du kannst höchstens deine Schritte zählen, aber siehst nicht wirklich einen Fortschritt beim Laufen. Und dann auch mit dem ganzen Weiß, das macht einen natürlich ein bisschen bedrückt. Das ist an der anderen Seite sehr befreiend, weil du nicht deine Gedanken nach außen sprudelst oder mit Neuigkeiten machst, aber du bist wirklich, du gehst dann in dir rein, also du denkst danach, boah, was habe ich im letzten Jahr erlebt oder wie ist die Situation gerade für mich, und du gehst ganz anders mit deinem Körper um oder mit deinem Geist, weil du bestimmte Sachen einfach durchdenkst, was sehr interessant ist, weil normalerweise haben wir die Ruhe nicht im Alltag, dass wir wirklich über bestimmte Sachen nachdenken können, über Streitigkeiten mit Freunden oder über Entscheidungen, die wir in den vergangenen Monaten oder Jahren getroffen haben. Also wir hatten ungefähr eine Zeit ausgemacht, wann wir ungefähr unser Lagerplatz aufschlagen wollen. Und es waren mehrere Faktoren notwendig, dass wir gesagt haben, das ist ein Lagerplatz, in dem wir gerne übernachten wollen. Das war einerseits die Exponiertheit, also wie windanfällig oder wie sturmanfällig ist dieses Gebiet. Am Anfang haben wir immer eine Mauer gebaut, weil wir das immer gesehen haben, dass eine Mauer ganz gut und sinnvoll ist. Das haben wir dann eigentlich irgendwann weggelassen. Wir waren einfach so müde, dass wir nicht mehr bereit waren, eine Schneemauer zu bauen. Und dann haben wir gemerkt, dass unser Zelt eigentlich genauso gut dasteht oder sogar besser wie mit einer Schneemauer. Unser Ziel war es immer zwischen 2 und 4 Minuten, das Zelt aufzustellen. Dann hat jeder seine eigene Aufgabe verfolgt. Also mein Dienst war es zum Beispiel, dass der Kocher zum Laufen zu bringen, und der vermag war, dass Schnee, lockerer Schnee, in einer Greifbarkeit liegt, sodass es schnell zum Schmelzen kommt, sodass wir schnell eigentlich mit dem Essen anfangen können. Wir hatten einen ziemlich einfachen Essensplan. Wir hatten entweder Nudeln oder Reis. Also ziemlich monoton, aber durch verschiedene Soßen haben wir das, also Pulversoßen haben wir das ein bisschen verfeinert und den Geschmack verändert, sodass wir eigentlich doch immer ziemlich glücklich waren mit dem, was auf den Tisch gekommen ist. Genau, und zum Abschluss gab es dann immer noch einen Whisky. Und da sind wir eigentlich ziemlich schnell meistens ins Bett gegangen, weil das mit dem Kochen einfach zwischen 2 und 3 Stunden gedauert hat. Und wir hatten auch einen ziemlich harten Lauftag meistens hinter uns. Wir hatten für 15 Tage geplant, maximal in der Hardanger Widder unterwegs zu sein. Und 15 Tage eigentlich in Extremsituationen, also du hast keine Abwechslung, hast keinen dritten Partner, mit dem du reden kannst. Also nur wir zwei als Gesprächspartner. Und da kamen auch die ersten Zweifel vor der Tour von beiden Seiten eigentlich. So, boah, wird das alles gut laufen? Werden wir uns verstehen? Wie wird der andere genauso schnell laufen wie ich? Wird er das Tempo 15 Tage durchhalten? Da kommen viele Gedanken auf, ist es der richtige Partner? Vor allem, wenn man keine große Tour schon vorher mit ihm gemacht hat oder groß mit ihm schon auf Tour war. Aber im Nachhinein kann ich sagen eigentlich, dass es eine super Tour war. Auch mit dem Marc haben wir uns einfach, wir haben uns super verstanden, hatten viel Spaß. Auch sonst sind wir eigentlich noch gute Freunde, weil eigentlich die Zeit uns so eigentlich zusammengeschweißt hat. Und
bin eigentlich sehr dankbar, dass er mit mir dort hochgefahren ist.